So, Freunde, heute mal ein neues Unboxing. Hat eigentlich nicht zu dieser Videoreihe gehört, aber jetzt habe ich es mir dennoch angeschafft, nämlich dieses wunderbare Echo Auto oder Apple Car auf Englisch, was einen wunderbaren 3D-Druck hat. Und wir machen heute mal ein Unboxing im Auto, weil ich es eigentlich jetzt auspacken wollte und eigentlich direkt benutzen wollte. Aber ich dachte mir so, das kann ich euch doch nicht vorenthalten. Deswegen machen wir das Ganze mal jetzt ein bisschen hier zusammen auf. Sorry, ich brauche jetzt kurz beide Hände dafür, sonst hätte ich die nicht abbekommen. Was die Amazon-Versiegelung natürlich zeigt. Und wenn wir hier oben jetzt schon mal reingucken, da sehen wir schon mal ein bisschen schöne Sachen, die mir gefallen. Nämlich das wunderbare Amazon Auto Kit mit Alexa. Wir haben hier einmal, was ich jetzt als erstes hier gegriffen bekomme, mit einem Amazon-Logo. Das ist diese Halterung, wo man den Echo dann später reintun kann. Also, das müsste das eigentlich sein. Ich habe eigentlich gedacht, man könnte das verbiegen, aber anscheinend nicht. Sieht auf jeden Fall so aus. Wir tun das Ganze mal beiseite. Was haben wir hier noch? Ja, das hier ist ja natürlich dann das Hauptteil. Das gucken wir uns dann als letztes an, weil das Beste kommt ja immer zum Schluss. Ansonsten haben wir hier noch ein Kabel. Ich denke mal, das ist das, genau, das ist das USB-Kabel. Ja, USB-A auf Mini-USB oder andersrum. Ist auf jeden Fall auch eine Komponente, weil man muss das Ding ja im Auto auch irgendwie mit Strom versorgen. Ansonsten haben wir in diesem kleinen Kartönchen noch ein bisschen, ja, Echo Auto Users Manual. Das braucht der Freddy natürlich nicht. Man kennt ihn ja, technisch begabt wie ein Fuchs. Was haben wir hier noch? Ah ja, genau. Das müsste dann für Autos, die keine Bluetooth-Verbindung schaffen können, sein. Genau, ein AUX-Kabel, also 3,5 mm Klinkenstecker für die Autos, welche kein Bluetooth unterstützen. Dann haben wir hier noch, das war auf den Bildern gar nicht abgebildet. Da bin ich jetzt eigentlich mal gespannt. Ja, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Natürlich für das Stromfahrt wie bei einem Navi halt ein Auto anzündet, der sehr schwer ist und auch von Amazon ist. Also da bin ich mal gespannt. Qualität sieht hier auf jeden Fall besser aus als beim Fire Stick, den wir letzte Woche aufgemacht haben. Und die letzte Komponente ist dann halt unsere Alexa fürs Auto. Ich bin echt mal gespannt, was die Auto Alexa kann. Und ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze bei Diebstählen aussieht. Weil wenn man sie die ganze Zeit hier so im Auto hängen lässt, ist sie schon ein bisschen gefährdet, oder? Ansonsten ist auf jeden Fall hier nichts drin. Ist ein bisschen so gemischt wie eine Amazon Echo und eine Fire Stick Verpackung. Und das, was wir im Endeffekt alles rausbekommen haben. Also einmal Users Manual, AUX-Kabel, Mini-USB-Kabel, der Zigarettenanzünder, Stromhalter, Dingsbums. Und dann haben wir hier noch einmal die Halterung und halt unsere Alexa. Und ich werde das Ganze jetzt mal verbinden und wir werden dann in dem großen Video, wo ich dann euch alle meine Echo-Geräte oder beziehungsweise meine Smart-Home-Geräte vorstelle, dann zusammen uns anschauen. Aber das war's jetzt erstmal mit diesem Unboxing. Mein Name war Freddy. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao.